Hallo Freunde von Norberts Welt. Heute möchte ich euch den Kuba-Kerbfling vorstellen, Limia vitata, der zu den lebendgebärenden Zahnkarpfen gehört. Unsere Tiere waren jetzt etwas kamerascheu. Wir haben die jetzt ein bisschen mit weißen Mückenlarven gefüttert und dann kommen sie auch ein bisschen raus. Unsere Tiere wurden vermutlich 1920, 1960 zum ersten Mal importiert, sind in der Aquaristik nicht so weit verbreitet aufgrund, ja, ich sag mal, der fehlenden exklusiven Farbe. Auch wenn unsere Tiere nicht die farbenprächtigsten sind, finde ich sie schon ganz interessant. Jeder hat ein unterschiedliches Tupfenmuster, also schon hübsch anzuschauende Pfleglinge. Man findet sie hin und wieder bei uns, ist ein Liebhaberfisch, aber für ein schön eingerichtetes Pflanzenaquarium auf alle Fälle ein Hingucker. Man sollte sie in Gruppen halten, ne, am besten so 8 bis 10 Tiere. Die Fische sind bei uns, ich sag mal, eher sporadisch erhältlich, was man eigentlich nicht verstehen kann, weil wenn man einen Schwarm pflegt bei den Tieren, die haben ein relativ unterschiedliches Tupfenmuster und sind eigentlich ganz nett anzuschauen. Und sie machen eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Wir haben unsere Kerbflinge jetzt hier in einem etwas kleineren Aquarium. Die Tiere sind ja maximal 4 bis 5 Zentimeter groß im Moment. Die Männchen behalten auch diese Größe, die Weibchen können aber bis zu 10 cm werden. Sind relativ schwimmfreudige Tiere, deshalb wären Aquarium ab 1 Meter Kantenlänge für die dauerhafte Pflege schon wünschenswert. So ein kleiner Schwarm oder eine Gruppe könnte aus 8 bis 10 Tieren bestehen. Wenn man viel weniger pflegt, dann sind die Männchen zu sehr hinter den Weibchen her und die haben dadurch Stress, verkümmern ein bisschen, kriegen nicht genug Futter ab etc. Unsere Limia vitata stammen von der Insel Kuba und der Karibik, sind dort endemisch gewesen, also heimisch. Das ist, glaube ich, der Atlantische Ozean. Irgendwann in den 60ern vermutlich wurden sie aber in den Südpazifik verfrachtet und auf Hawaii ausgesetzt. Das ist wieder ein Problem mit der Faunenverfälschung. Wurden wahrscheinlich dort eingeführt, um Mückenplagen ja zu verhindern. Allerdings leidet eher die Libellenpopulation darunter. Auf Hawaii gibt es eher kleine Süßwasserfische. Hawaii-Plati, die zum Beispiel Papageienplati, die wird er auch genannt. Und die größeren, wie gesagt, bis 10 cm groß werdenden Weibchen hätten wohl angeblich die Mücken besser gefressen. Problem ist, da wo diese Kerbflinge vorkommen, gibt es keine Libellen. Die artgerechte Haltung und Pflege dieser Tiere ist sehr unproblematisch und auch für Laien und Neuanfänger problemlos machbar. Man muss bei der Pflege dieser Tiere nicht sehr viel beachten. Sie kommen mit weichem, mittelharten oder auch hartem Wasser klar. In der Natur, auf Kuba ursprünglich, kommen sie in den Küstenregionen, in Sumpfgebieten, teilweise sogar im Salzwasser vor, was eine Zugabe von ein bisschen Salz, ich meine 10 Gramm pro Liter, vertragen die wunderbar, mehr auch. Nur die anderen Fische und Pflanzen, die kommen damit natürlich nicht so gut klar. Unsere Kuba-Kerbflinge sind friedliche Aquarienbewohner und können ohne Probleme mit anderen Fischen vergesellschaftet werden. Panzerwälze, aber auch größere, ruhige Tiere, Skalare, Regenbogenfische durchaus. Bei uns haben wir jetzt noch einen kleinen Überbleibsel, einen Salmler im Aquarium, den wir dann nicht rauskriegen. Und der kommt auch wunderbar mit denen klar. Ich habe jetzt gerade noch mal ein paar weiße Mückenlarven gefüttert. Die Tiere sind aber Allesfresser. Das heißt, sie gehen an Aufwuchs, also fressen Algen. Man kann sie mit Flockenfutter, Granulat, alles was eigentlich an Futter, was es da gibt, kann man verfüttern. Sie sind direkt an dem Futter interessiert und in ein paar Sekunden ist es auch weggefressen. Jetzt reicht es aber, glaube ich, erstmal. Ein paar Mückenlarven sind noch ein bisschen versteckt, da haben die noch was zu tun. Na, das sind gefräßige Tiere, deshalb muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht überfüttert, weil sie kommen jedes Mal nach oben, sobald man ans Aquarium geht und die nur irgendwas runterfallen sehen, was wie Futter aussieht. Wie ich bereits gesagt habe, sind unsere Kerbflinge lebendgebärende Zahnkarpfen und bringen lebende Junge zur Welt. So ein Weibchen kann, wenn es die 10 cm erreicht hat, mitunter bis zu 100 Junge bekommen, die auch schon relativ kräftig sind, also ein bisschen größer als so ein Babyguppy. Die fressen natürlich ihre eigenen Nachkommen, also betreiben keine Brutpflege. Wenn man sie eben großziehen möchte, muss man sie in ein Ableichnetz oder in ein extra Aquarium geben. Und ab 2 cm in etwa kann man sie auch wieder mit den Elterntieren vergesellschaften. Die Tragezeit bei den Weibchen dauert ungefähr 30 bis 40 Tage. Unser Aquarium hier ist jetzt relativ stark bepflanzt. Das muss nicht so sein. Die Tiere kommen eigentlich mit jeglicher Einrichtung klar. Ob das jetzt Pflanzen sind, Steine, Wurzeln. Also da ist man wirklich, ist man frei in der Gestaltung. Das war unsere Kurzvorstellung zu den Kuba-Kerbflingen. Kommen wir nun zum Haltungscheck. Unsere Kerbflinge werden die Männchen bis 5 cm groß, die Weibchen 10 cm und sollten auf Dauer in einer Mindestaquariengröße von 100 Liter gehalten werden. Die Tiere werden 2 bis 3 Jahre alt und die
Die Geschlechtsreife tritt mit 3 Monaten ein. Es sind lebendgebärende Tiere, die keine Brutpflege betreiben. Futter nehmen sie alles. Es sind Allesfresser, Granulat, Frostfutter, Lebenfutter, Algen. Sie kommen im tropischen Kuba vor und wie wir gerade gehört haben, auch auf Hawaii. Die Temperaturen können zwischen 20 und 28 Grad betragen. Der pH-Wert 7 bis 8,5. Die Härte spielt keine große Rolle, wobei härteres Wasser oder mit leichtem Salzzusatz schon besser ist. Als Deko können wir Pflanzen, Wurzeln und Steine verwenden. Ich hoffe, euch genug Infos zu diesen interessanten Tieren gegeben zu haben. Gerne könnt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, unseren Kanal abonnieren. Vergesst dabei nicht die Glocke zu läuten und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Tschüss, bis dahin.